So, liebe Modellbahner, liebe Glühweinschlürfer und Punschliebhaber, jetzt bin ich nochmal hier. Es ist, ja, ich saß an diesem Tisch Ende September, im anderen Outfit natürlich, und wollte euch das gleiche präsentieren wie heute, nämlich Arnolds Sound-S-Bahn, die ich Ende September hier zugeschickt bekam und die ich euch dann präsentieren wollte. Aber Arnold hat seinen neuen ET420, den S-Bahn-Zug, manchmal wird er auch Olympia-S-Bahn oder Olympia-Zug ausgeliefert, weil er damals kurz vor der Olympiade in München 1972 eingeführt wurde. Leider hat das nicht geklappt, weil ihr wisst ja, ich habe beruflich hier ein ganz neues Arbeitsgebiet. Bin ziemlich im Stress und naja, und in dieser Wohnung gab es auch jede Menge Sachen noch zu tun. Zum Beispiel eine Sache, die habe ich jetzt erst letzte Woche geschafft, und zwar musste ich da Vorhänge aufhängen. Das wollte ich schon gerne haben, und da hatte meine Frau die grandiose Idee, diese Vorhänge in Bischkek in Kirgisistan nähen zu lassen. Da habe ich ihr die Maße geschickt und sie hat dann die nähen lassen, weil sie das auch nach ihrem Geschmack haben wollte. Und es hat eigentlich sehr gut geklappt, wie ich jetzt gesehen habe beim Aufhängen. Die Maße, es passt alles super. Aber das war natürlich auch schon Aufwand. Das war ein Riesenpaket mit Vorhängen und Tüls und was weiß ich nicht alles für vier Fenster. Und da kam hier ein Riesenpaket an. Das war ungefähr unterwegs, ich sag mal, 10 Tage bis zum Flughafen Leipzig. Und da endet dann die Freude. Dann rief mich nämlich DHL an und sagt, ja, der Zoll will wissen, was da drin ist. Dann sag ich, und dann musste ich nochmal einen Haufen Zoll überweisen. Ich glaube, es waren so 60 Euro. Und dann wurden die freigegeben und kamen hier an, und dann konnte ich sie anbringen. Langsam nähere ich mich der grundsätzlichen Vervollständigung dieser Wohnung. Es kommen jetzt noch nächste Woche Möbel. Dann kommen nochmal im Januar Möbel und dann ist so ziemlich das Gröbste da. Dann kann ich wieder normal leben. So, das einfach nur zur Darstellung, warum ich jetzt hier am 2. Advent mit euch sitze und euch eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche. Ja, und diesen, wie gesagt, den gleichen Film habe ich schon mal im September aufgenommen, den gleichen Take hier. Jetzt mache ich nochmal diesen Film, und die Aufnahmen, die ich jetzt über diese Arnold Sound S-Bahn gemacht habe, ja, die sind jetzt alle natürlich etwas zusammengeschustert, ja. Dann werden jetzt manche aber sagen, Sven, deine Videos sind doch immer zusammengeschustert. Ja, da haben sie auch wieder recht, aber dieses Video ist besonders zusammengeschustert. Ich möchte es auf jeden Fall jetzt noch vor Weihnachten losbekommen und euch zeigen. Ob ich es heute noch schaffe, alles weiß ich nicht. Heute ist ja, wie gesagt, 2. Advent, und ich wollte gleich los ins Kinocenter hier, das ist nicht weit von mir entfernt, und wollte mir gerade den Film Napoleon von Ridley Scott ansehen. Und Ridley Scott ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilmregisseure. Der hat ja, das wissen einige von euch zum Beispiel, Alien gemacht, ja, also grandios, Alien, super. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, als der, ich glaube, an Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre rauskam. Es war der Science-Fiction-Thriller oder Horrorfilm schlechthin. Und von mir aus gesehen immer noch der unübertroffen. Die Nachfolge Aliens, die waren dann zum Teil nicht mehr so gut, fand ich. Aber der Original Alien von Ridley Scott und jetzt die Prequels, Prometheus und Covenant oder wie der heißt, die fand ich auch richtig gut. So, jetzt gehe ich gleich zu Napoleon und ich hoffe, dass ich aber trotzdem noch irgendwas mit der Modelleisenbahn auf die Reihe kriege und euch zeigen kann. Also, macht's gut, happy collecting, bis bald und tschüss. Hallo, liebe Freunde, ja. Also kaum nach Berlin umgezogen, bin ich schon wieder in Zentralasien, aber nicht in Taschkent, sondern in, ja, südlich von Bischkek. Auf der Anhöhe befindet sich das nationale historische Denkmal Atabeid. Hier wird gedacht eines Aufstandes von 1916, wo gegen den Zaren eben protestiert wurde und gegen die Einbeziehung der kirgisischen Soldaten eben in den Krieg mit Deutschland damals. Ja, ich wollte eigentlich, ich muss mal kurz eben weg, weil jetzt hier die Schulklasse aufgetaucht ist. Ich wollte eigentlich
bevor ich nach Kirgisien fahre, ich bin nur eine Woche hier, eine gute Woche, wollte ich einfach noch den S-Bahn-Film zeigen und hatte auch schon die Aufnahmen alle fertig. Aber ich fand die Aufnahmen irgendwie richtig Mist. Also ich muss da irgendwie noch ein paar andere machen. Die waren irgendwie langweilig. Ich muss da noch andere Perspektiven finden. Weil das Thema S-Bahn ET420 hatten wir ja schon. Ja, aber trotzdem, jetzt nach Kirgisistan werde ich mich dran machen und euch das zeigen. Ja, hier das Intro aus Bischkek vom Nationaldenkmal Atabeid. Und viel Spaß. So, wie fährt er? Er war jetzt auf den Weichen erstmal hakelig, aber er fährt seidenweich. Seidenweich. Sound ist noch nicht an, ich will ihn erstmal einfahren. Den ET420 habe ich diesmal bestellt bei DM Toys, bei meinem Stammhändler in Düsseldorf. Menzels Lokschuppen und Töftöfke GmbH gab es ihn noch nicht. Und bei meinem Stammhändler in Berlin, wo ich ihn gerne selbst persönlich abgeholt hätte, da habe ich angerufen, die hatten ihn nicht. Ja, das interessante DM Toys liefert nicht mehr in den bekannten grünen Paketen, sondern hier in jetzt als Modellbahnunion in solchen roten Paketen mit ihren DM Toys Aufkleber. Ja, gute, stabile Verpackungen. Was noch erwähnenswert ist, man kriegt ja bei DM Toys immer so Geschenke dazu. Und das kann man sich dann aussuchen, je nach Preisklasse. Und ich habe mir ausgesucht, dieses Halbrelief-Stadthaus in Grau, ein Grautier. Da bin ich schon gespannt, das ist ein Lasercut-Bausatz. Und den könnte ich ja eventuell hier hinten bei meinen Halbrelief-Papphäusern da hinten, die schon ein bisschen mitgenommen sind. Würde ich mal gucken, ob man die dafür nehmen kann. Und wenn das passt, dann würde ich dann noch weitere bestellen und die da hinten ersetzen. So, und jetzt kommt der eigentlich spannende Teil von dem Ganzen hier. Das ist jetzt nicht überragend, aber es kommt dem ET420er Sound schon ziemlich nahe. Ja, beim Beschleunigen, das ist typisch. Das ist gut. Ja, Anfang und Ende gefallen mir gut, aber ja, zwischendurch irgendwie, ja, könnte hier alles sein, ja. Aber beim Beschleunigen jetzt hier. Das finde ich richtig gut. Ja, Anfang und Ende hervorragend, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich gut. Also, und die Behaarungsfahrt, ja, das kommt irgendwie nicht so raus. Das könnte alles sein. Aber Soundtest gar nicht schlecht. So, jetzt gucke ich nochmal, was die anderen Funktionen sind. Das war F2. F3. Bei F5 geht die Innenbeleuchtung an und aus. F6 ist die Rangierbeleuchtung, also ist an beiden Seiten dann Spitzensignal. An- und abkuppeln bei F10. Nochmal. Zurückbleiben mit dem Türpiep-Mechanismus, das gab es damals nicht.
Das hört sich gut an. Das war jetzt auf F17 der nochmal die Türen. Das klang mir nach dem alten ET420. Ja, das stimmte sogar für den Hauptbahnhof. Nächster Halt, Leuchtenbergring. Umstieg zu S2 Richtung Erding sowie zu S4 und S6 Richtung Ebersberg. Auf den Bereitstellungsgleisen vor dem Münchner Ostbahnhof, wie gesagt, hatte sich so ein ET420 angeschlichen und da bereit gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, auf welcher Linie der fährt. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Bahnsteig, weil ich würde so gerne nochmal ET420 fahren. Was sehen wir noch hier? Das ist die berühmte Einfahrt zur Stammstrecke in die Innenstadt, beziehungsweise nach oben hin die Ausfahrt nach der S-Bahn nach Kreuzstraße und nach Holzkirchen. Und ich habe es geschafft. Ein ET420. Ah. Möglicherweise meine letzte Fahrt auf einem ET420. Ich bin jetzt mal gespannt. Unverkennbare Heulen des ET420. Meine Kindheit und Jugend in München. Da stehen sie. Hier schaut's ja aus wie in München Steinhausen. Das ist nämlich eines der S-Bahn-Betriebswerke in München. Im Osten von München liegt der Stadtteil Steinhausen. Und da werden sah man vermehrt diese ET420er. Tja, toller Anblick. Meiner Lieblingstriebfahrzeuge, wirklich meine Jugend in München. Vorne bleiben. Ja, hier unser ET420. Er ist 1971 abgenommen worden und fand seine erste Verwendung beim BW München Hauptbahnhof. Dann ging es ins BW München Ostbahnhof. Meine neue Weiche schafft er gut. Ja, das scheint zu klappen. Und dann war er beim BW München Steinhausen, wo er dann auch 2005 ausgemustert wurde. Und gebaut wurde er, jedenfalls nach den Angaben hier von DM Toys, bei O&K in Berlin. Also damals West-Berlin. Das ist mir total neu. Oh, hier ist noch eine Lücke. Muss ich auch noch stopfen. Ja, hier stehen sie nochmal, die Flotte der 420er, hinten der Kaminrote, das war der dritte Prototyp, soweit ich weiß, der eben für die Frankfurter so angemalt wurde und dann eben nicht so gemacht wurde im wirklichen Einsatz. Da haben sie die Frankfurter beschissen. Der kam dann nämlich in Orangstadt an. Dann hier unserer Epoche 5, der aus der
ersten Wiederauflage stammende Arnoldzug Epoche 5 mit dem Dürrkeks und ohne erster Klasse Streifen. Und hinten steht noch der erste Zug, den Arnold damals wieder aufgelegt hatte, in Museumsfarben, also so wie er praktisch anfangs auch mit erster Klasse Abteil, auch wie er zum Teil auch in München fuhr. Ja, und dann hier unser neues Modell, über das ich total glücklich bin, muss ich sagen. Erster Klasse Streifen und Dachkante nicht ganz so wie ich es will, aber trotzdem super. Ja, und unsere ET420er, hier ist der aus der Epoche 5, hinten der aus der Epoche 4, waren die ersten für Wechselstrom-S-Bahnen, also gebauten Triebzüge. Zugziel ist übrigens hier nach Ostbahnhof, steht da drauf, oder ja, Ostbahnhof glaube ich. Das war der aus der Epoche 5 mit Dürrkeks. Und dieser hier, mein neuer ET420 aus der Anfangszeit, fährt zum Bahnhof Ismaning, ist die S3 nach Ismaning. Stimmt, das war damals die Endstation der S3. Inzwischen fährt ja diese Linie weiter bis zum Flughafen in München. Ja, zu dem Dach nochmal. Also wie gesagt, im Internet auf 1:160 ja ausgiebig diskutiert. Anlässlich der Vorstellung dieser neuen Serie von Arnold. Also hier die leicht abgerundete Form nochmal. Ich kenne sie nicht so aus München. Also aus München kenne ich sie eher so schon, also mehr eckig und nicht so abgerundet. Aber es soll alles gegeben haben, angeblich. Dazu möchte ich aber sagen, also ich konnte den ET420 wirklich jahrelang, fast jahrzehntelang aufs Dach schauen, weil ich immer, wenn ich nach München gefahren bin, hat man ja die, erstmal wenn man von der S1 damals kam, jetzt heißt die S7, sozusagen die Einfahrt in den Tunnel, in die Stammstrecke überquert. Und dabei hat man eben die nach unten abtauchenden Züge gesehen und da habe ich jedes Mal die Dächer auch gesehen. Und die waren halt nicht so, wie sie jetzt hier dargestellt sind. Oder wie sie jetzt hier dargestellt sind. Ne? Also hier mit Spitz, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich das erste Mal gesehen, als Arnold seine Züge neu aufgelegt hatte vor vielen Jahren. Da sah ich das erste Mal das Spitzdach und so war es eigentlich nie. Also Leute, Fazit Arnolds ET420. Zweite Wiederauflage nach dem Ursprungs ET420 aus 1974, dann nochmal neu aufgelegt. Ja, nach 2010 war das, glaube ich, irgendwann mal. Und jetzt die zweite Wiederauflage mit Sound und neuen Modellen. Ja, ich bin eigentlich begeistert, wirklich. Ich bin ein ET420er Freak, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Der Sound ist okay, also ja, er ist annehmbar. Wenn er losfährt, ist es das typische heulende ET420er Geräusch und wenn man ihn verlangsamt, dann kommt das typische ET420 Geräusch auch wieder bis zum Stillstand. Auf der Beharrungsfahrt ist es irgendwas, also das finde ich nicht so gut. Das kann man sich eigentlich schenken, aber insgesamt ist es okay. Also man erkennt den ET420er beim Losfahren wieder und beim Anhalten. Ist okay. Und Fahreigenschaften habt ihr gesehen, seidenweich, wirklich auch langsam Fahreigenschaften, wunderbar. Richtig gut. Bei mir bleibt er leider manchmal ein bisschen bei den Fleischmann-Weichen, bei den Doppelkreuzungsweichen, bleibt er manchmal hängen und entgleist. Das ist bei allen meinen 4 ET420er so der Fall. Vielleicht, wenn ihr einen habt, schreibt mir in die Kommentare, auf welchen Gleisen er bei euch läuft und ob er da gut läuft. Bei mir läuft er eigentlich super, bis auf manchmal auf diesen DKWs. Ja, und ich hoffe natürlich jetzt auf noch weitere interessante Varianten. Das wären für mich eigentlich nur die Varianten, die in München gelaufen wären. Und das
ist vor allen Dingen jetzt erstmal der unbedingt, den es schon mal gab, aber ohne Sound. Ein hellblauer ET420, so wie er dann damals auf der neu eröffneten Strecke zum Münchner Flughafen lief. Der jetzige läuft ja als S3 bis Ismaning und das wäre schon die Strecke zum Flughafen, die dann ausgebaut wurde. Und das war dann damals die S8, glaube ich, zum Münchner Flughafen über Ismaning hinaus. Und da hatten sie so und so viele Züge in hellblau angemalt, und aber nicht lange. Das war eine Epoche, ich glaube, bis 2005 oder sowas. Also die waren nicht sehr lange in hellblau angemalt. Aber einen dieser hellblauen Züge hätte ich gerne, ja. Und möglicherweise noch einen Orangen mit Reklame. Ob ich mir den Coca-Cola-Zug kaufe oder den jetzt herausgekommenen Orangenen mit Sound, ich glaube eher nicht, weil sie sind ja auch recht teuer. Aber trotzdem, also insgesamt eine Kaufempfehlung hier für Arnolds ET 420.